Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ihr habt heute die einmalige Chance, mit dabei zu sein, wie ich mir einen Tuxedo bestelle. Und zwar passiert dieses natürlich online auf der Seite von Tuxedo. Sofort der erste Treffer. Und zwar habe ich mir folgendes Notebook ausgesucht. Und zwar soll es ein 15 Zoller sein. Und hier haben wir mehrere Laptop-Modelle zur Auswahl. Und hier habe ich mich für das ganz brandneue Tuxedo InfinityBook S15 sechste Generation entschieden. Ja, wir gehen einfach mal hier auf Konfigurieren, weil man hat hier die einmalige Chance, sich den Computer so zusammenzustellen, wie man es gerne haben möchte. Und ich habe gewählt, beim Display gibt es zurzeit nur eins, aber das ist vollkommen okay, das IPS in Full HD. Dann hatte ich gewählt 64 GB Arbeitsspeicher und Intel Core i7 mit der Iris Xe Grafik G7. Und dann kam als weiteres noch eine Festplattenänderung hinzu. Und zwar habe ich mich für diese schnelle Variante entschieden. Und zwar für die 500 GB Variante in der Version 4. Zweite Festplatte werde ich bei Bedarf dann gegebenenfalls nachrüsten. Ja, und das war's. Das hast du tun natürlich mit Tux. Und was habe ich noch genommen? Ich habe gewählt Ubuntu, weil nach Rücksprache mit Tuxedo haben die mir vergewissert, dass das Tuxedo OS ein reines Ubuntu Budgie ist, was leicht angepasst wurde. Ja, mehr auch nicht. Es gibt da keine zusätzlichen Features, die irgendwie den Laptop noch sicherer machen würden oder ja, noch absturzsicherer oder wie auch immer. Das ist einfach nur so ein bisschen angepasst und das war's. Ja, und das bräuchte ich definitiv nicht. Ich bin mit dem normalen Ubuntu vollkommen zufrieden. Deswegen habe ich es auch gewählt. Und ich habe auch, ja, man höre und staune, gewählt mit Windows 10 Home Edition als volle Installation, weil ich aus beruflichen Gründen leider brauche. Und ab und zu muss ich dann auch mal per Homeoffice etwas machen. Und so habe ich dann die Chance, dann so ein bisschen hin und her zu switchen. Ja, und so kam ich auf einen Gesamtbetrag von 1538 Euro. Ist natürlich eine stolze Summe. Was ich mir natürlich auch noch gegönnt habe, das ging nicht anders, ist dieser Babytux. Der muss natürlich auch mit in den Warenkorb. So, warum habe ich mich für dieses Notebook entschieden? Ja, erstmal war natürlich, was ich jetzt super finde an Tuxedo, man kann den sich ein wenig so zusammenstellen, wie man es gerne haben möchte. Ich hatte auch erst überlegt, einen von der Stange zu nehmen, vom Mediamarkt oder ähnlichen Seiten. Aber dann muss man den ja wirklich genau so nehmen, ja, wie der gerade angeboten wird. Und da waren immer irgendwelche Sachen drin, wo ich sagte, das brauche ich nicht, beziehungsweise das fehlt. Und bei dem passte einfach alles zusammen. Also angefangen von dem Display, man kann das jetzt hier vielleicht schon ein bisschen erkennen. Ich mache ihn mal auf Vollbild. Und zwar, was ich natürlich jetzt absolut gut fand, ist natürlich einmal die Optik des Laptops als solches. Spielt ja natürlich auch ein bisschen eine Rolle. Das Gerät soll ja auch einen gefallen. Und allein schon dieser Bildschirm hier mit fast überhaupt keinem Rand, das ist natürlich absolut genial. Ne? Und das hat mich erstmal so von der Optik in total fasziniert. Dann natürlich die Ausstattung mit i7 und dem Tiger drin. Ich gehe jetzt nicht auf jede Komponente ein, aber zumindest das, was für mich jetzt ausschlaggebend war, wie zum Beispiel gerade erwähnt, den Tiger-Prozessor mit der Iris-Grafik und dann natürlich Thunderbolt 4 für die Zukunft auf jeden Fall. Tuxedo schreibt, das Bildschirm zu Randverhältnis beträgt 92% und ist damit zurzeit mit Sicherheit Spitzenreiter. Laptop-Abmaße, die sind schön kompakt. Das Gewicht ist natürlich auch nicht verkehrt von 1,7 Kilo. Was waren noch ausschlaggebende Gründe? Ja, und dass ich auf jeden Fall bis 64 GB Arbeitsspeicher wählen kann. Und im Mediamarkt und Saturn und wie sie alle heißen, habe ich keinen Laptop gefunden,
unter 2000 Euro, wo überhaupt möglich war, 64 GB Arbeitsspeicher zu wählen. Aber es ist, ich habe mir ganz Internet drauf und runter gesucht, es war einfach nicht möglich. Oder ich war in einer Preisklasse, die jenseits von Gut und Böse waren. Und wie gesagt, mein Budget war auf jeden Fall bei maximal 2000, eher sogar 1,5. Und das ist mir sogar gelungen. Ich glaube, mit 30 oder 40 € drüber. Und schaut selbst, der Laptop hat sämtliche Anschlüsse, sogar selbst ein HDMI hat er noch. USB 3 und Thunderbolt, USB-C und wie sie alle heißen. Akkulaufzeit soll natürlich auch sehr, sehr gut sein. Was für mich auch wichtig ist, weil ich auch öfters mal ohne Stromkabel unterwegs bin. Netzwerkanschluss direkter ohne Adapter, das finde ich auch gut. Hier wäre auch noch mal Platz für eine Karte. Ja, das ganze Design natürlich. Ich finde es total nice. Hat ein sehr schönes Display. Was ich natürlich auch brauche, ist eine vollwertige Tastatur. Können wir mal einen kleinen Blick drauf werfen. Ja, da gibt es ein besseres Bild. Ne, vernünftiges Ziffernblatt ist auf jeden Fall da. Das brauche ich oft. Natürlich der Tuxedo. Ne? Und natürlich sonst, ansonsten, wie so eine Tastatur aussieht. Gut, dieses Touchpad, das brauche ich nicht, weil ich definitiv immer mit einer Maus arbeite. Aber es soll auch sehr, sehr gut sein. Und das ganze Gerät ist auch schön verschraubt, dass man da auf jeden Fall zum Reinigen oder wenn man doch mal ein paar Komponenten auswechseln möchte, kommt man hier ohne Probleme dran. Das ist ja auch nicht bei jedem Laptop so der Fall. Hier, das ist auch ganz gut gelöst, dass wenn man das Display hier aufmacht, dass hier so ein kleiner Lüftungsschlitz noch entsteht. Nochmal für optimale Kühlung gesorgt, wenn der mal gut am Rattern ist. Schön mit einem Tuxedo-Zeichen noch drauf. Das kann man sogar, wenn man will, sogar abbestellen. Aber ich finde das Zeichen gut, das gefällt mir. Ja, alle Einzelheiten kann man hier natürlich dementsprechend selbst auf der Homepage nachlesen. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ja, für mich war noch wichtig, ein i7 wollte ich dann doch schon ganz gerne haben. Und ja, damit waren eigentlich alle Sachen erfüllt. Ne? Und DDR4 RAM ist auch nicht bei jedem Standard, habe ich hinterher festgestellt, als ich da mal so im Internet rumgegoogelt habe. Dann gibt es noch etliche, die haben sogar noch DDR3 RAM drin. Ja, und die üblichen Anschlüsse, auch Audioanschluss, dass ich nicht mehr mit so einem Adapter arbeiten muss, ist für mich auch wichtig. Ja. Was gibt es sonst noch über das Gerät zu sagen? Ja, die Maße, habe ich schon etwas zu den Maßen gesagt. Ja, ist natürlich mit diesen Werten, also verdammt klein und verdammt flach, keine 36 cm und 22 cm in der Tiefe und keine 2 cm dick, also das ist natürlich schon Wahnsinn. Und trotz allem hat man noch die Möglichkeit, bis zu 4 Bildschirme anzuschließen. Das werde ich wohl nie brauchen, vielleicht gegeben. Falls mal 2 Bildschirme, einer auf jeden Fall, das habe ich eigentlich ständig. Und das Schöne ist natürlich, dass man das Betriebssystem seiner Wahl auch jetzt hier dementsprechend, also das normale Ubuntu, auch mit dabei war sofort. Ja, das fand ich natürlich auch sehr gut. Ich weiß, es ist kein Problem, ein Ubuntu drauf zu spielen, das mache ich eigentlich auch ständig, aber wenn es von Haus aus schon unterstützt wird, ist natürlich umso besser. Ja, ich muss jetzt ungefähr 3 Wochen warten. Der gute Mann am Telefon hat sogar gesagt, rechnen Sie mal eher noch ein bisschen länger. Vielleicht werden es auch 4 oder 5 Wochen. Ja, und dann würde ich sagen, dann melde ich mich natürlich zum Unboxing. Und wenn ich den Laptop natürlich zum ersten Mal starte, da sollte er dann auch live mit dabei sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!